Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tempel-Orakel. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Iviana, ich grüße dich, das ist dein Video. Um was handelt sich hier bei diesem Tempel-Orakel? Das möchte ich erstmal erklären. Wir Menschen haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen. Und wir sollen daran glauben und unserem Glauben auch stärken. Es gibt bestimmte Orte, die stärken unserem Glauben, wie zum Beispiel die Kirche, oder ein Tempel oder ein heiligen Ort. Und das brauchen wir auch. Aber wir haben auch einen inneren Tempel. Und wenn wir zur Ruhe kommen und meditieren, dann können wir in unserem Inneren diesen Raum gestalten, so dass wir uns wohlfühlen. Das kann ein Tempel sein, das kann ein gemütliches Wohnzimmer sein oder Wald oder Blumenwiese. Jeder soll diesen Raum nach ihrem Wunsch, nach ihrem Geschmack gestalten. Wenn wir diesen inneren Raum betreten und können wir das bildhaft vorstellen, das hat eine schöne, beruhigende Wirkung. Aber nicht nur das können wir hier erfahren, sondern wir können auch unserer Vorstellung leben. Wie möchten wir unsere Zukunft gestalten und daran glauben? Und dieser Tempel-Orakel ist dafür da, diesen Glauben auch stärken. Und jetzt schauen wir astrologisch an, was bringt dir Glück? Woran kannst du glauben? Was kannst du dieses Jahr verwirklichen? So wie hier auf diesem Bild sichtbar ist, ein Horoskop beinhaltet 12 Teile. Das sind die Lebensbereiche. Die 9. Haus oder 9. Lebensbereich, dort oben neben MC, bedeutet Ausland, Auslandskontakten, Reisen und auch die inneren Reise in eine Glaubensrichtung. Zeigt auch die Weisheit. Also ich nehme mal diesen 9. Lebensbereich als Glauben wahr. Und weil bei diesem Tempel-Orakel um Glauben handelt, dann schauen wir an, wie wirkt das auf dich. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier in diesem 9. Haus oder 9. Lebensbereich die Zeichen Zwillingen. Und hier ist einiges in Bewegung, wobei die Zwillinge vertraut eher die vertrauten Umgebung. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier in diesem 9. Lebensbereich in Zeichen Zwillingen die absteigende Mondknoten Ketu. Das ist eine karmische Knoten und symbolisiert Vergangenheit. All das, was du schon erlebt hast in früheren Leben, kann es sogar sein, dass du entdeckst einen Platz und es kann auch im Ausland sein, wo du dieses Gefühl hast, du warst schon mal hier und wirst dazu geführt. Was interessant ist, in Vergangenheit bis Ende September 2020 länger als 1,5 Jahre lang war hier ein karmischer Einfluss.
Bei diesem karmischen Knoten bewegen Sie sich auch und bis Ende September letztes Jahres bewegte sich hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten. Ist auch eine karmischen Knoten und sucht eine neue Richtung, sucht einen Ausweg. Und das kann bei dir auch Ausland sein, aber auch die Spiritualität oder ein Glaubensrichtung. Warst intuitiv auf dieser Suche. Diese karmischen Knoten hat verabschiedet von Zwillingen und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Stier. Die 11. Haus oder 11. Lebensbereich ist das Haus der Hoffnung. Die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume und die Hoffnungen. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier die Tierkreiszeichen Löwe und einen rückläufigen Pluto. Pluto symbolisiert deine innere Kraft, deine Überzeugungskraft und Pluto herrscht. Du sollst diesen Lebensbereich beherrschen, an deine Wünsche glauben. Es gibt ein großer Glücksplanet und ein kleiner Glücksplanet. Das große Glücksplanet ist Jupiter. Das kleine Glücksplanet ist Venus. Aber wir betrachten den Jupiter-Einfluss. In dein Geburtshoroskop befindet sich Jupiter ganz oben, wo MC ist, und das symbolisiert die Öffentlichkeit und deine Berufung. Jupiter ist rückläufig und das symbolisiert Vergangenheit, karmischen Themen. Hier hast du eine Aufgabe, deine wahre Berufung leben. Und das ist etwas außergewöhnlich, zeigt hier auch einen rückläufigen Uranus und das in Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs ist nicht unbedingt diese Zeichen, was Öffentlichkeit braucht. Krebs ist eher zurückhaltend und das gibt dir die innere Kraft. Dieser innere Tempel, das ist Krebsthematik. Jupiter bewegt sich gerade nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Steinbock und das hast du im 4. Lebensbereich, wo IC steht. Das ist der tiefste Punkt des Horoskopes, das ist die Basis, die Fundament. Jetzt kannst du etwas gründen. Aber bedeutet auch deine Wohnsituation und da ändert sich dieses Jahr einiges, weil nicht nur Jupiter befindet sich gerade hier im Steinbock, sondern auch die Sonne, außerdem Merkur, Saturn und Pluto. Also hat einen großen Einfluss gerade auf diesem Lebensbereich. Bei seinem Geburtshoroskop kann ich die Häuser oder die Lebensbereiche nicht bestimmen, weil wir wissen nicht, wie viel Uhr er geboren ist. Aber seine Jupiter-Position, das kann ich sagen. Sein Jupiter, was ihm Glück bringt, befindet sich in Zeichen Waage. Und die Waage-Thematik ist inneren Gleichgewicht, Ruhe, Gelassenheit, Schönheit, Harmonie und Frieden und vor allem die Partnerschaft. Und dein Aszendent ist auch Waage, da habt ihr diese Anziehungskraft. Und jetzt schauen wir diese Tempel-Orakel an. Dieses Bild in die Mitte zeigt, was ist die Hauptthema dieses Jahr oder was kannst du dieses Jahr erreichen? Hier sehen wir 4 Münzen. Die Zahl 4 zeigt dein Grundbedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Diese Münzen symbolisieren die Erde
Element und das bedeutet die Taten. Du möchtest deine Ideen dieses Jahr verwirklichen. Die Münzen symbolisieren auch das Geld. Das steht auch im Mittelpunkt, die Finanzen in Ordnung bringen, indirekt um die berufliche Situation kümmern. Diese Münzen symbolisieren auch Werte, wertvolle Dinge in Besitz nehmen und es kann auch inneren Werten auch sein. Auf diesem Bild sehen wir diesen Mann glücklich, dass er diese vier Münzen besitzt. Er lacht, aber er kann sich nicht bewegen. Warum wohl? Weil er versucht, etwas noch festzuhalten und das hindert seine Schritte. Und das ist für dich eine Botschaft, die wertvolle Dinge bewahren, behüten und das, was du nicht brauchst, das loslassen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieses Bild ganz oben links zeigt, welcher Wunsch geht zum Erfüllung. Dieser Mann auf diesem Bild zeigt dir das. Das sind die Kelchen. Und bei Kelchen handelt es sich um Gefühlen, also eine Liebesangelegenheit. Die Zahl 4 verspricht Sicherheit, Stabilität, Struktur. Aber das sollst du auch annehmen und nicht mehr daran zweifeln. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte oben in die Mitte zeigt dein Glauben oder wie könntest du deinen Glauben stärken. Im Vordergrund ist ein Meister oder eine weise Frau, auf jeden Fall belehrt diese drei junge Damen. Sie sollen diesen Stab in Hand nehmen und handeln. Diese Stäbe symbolisieren die Feuerelement und das ist Kraft, Mut, Begeisterung, auch Leidenschaft und das, was diese jungen Frauen hier lernen. Aber auf diesem Bild sind es 4 Personen. Jede hat einen Stab in Hand. Das wäre 4. Die Zahl ist aber auf dieser Karte die Nummer 6, also 6 Stäbe. 2 ist noch frei. Das sind die Chancen, die Möglichkeiten, was sich für dich dieses Jahr noch bietet. Das kann eine neue Begegnung sein oder 2 verschiedenen Angeboten, aber auch die Liebepartnerschaft, die Zweisamkeit, du und er. Die Nummer 6 symbolisiert noch etwas, nämlich die Vergangenheit. Kann sogar sein, meldet sich jemand von Vergangenheit. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte ganz oben rechts ist eine göttliche Botschaft oder eine Engelbotschaft. Und auf diesem Bild sehen wir die Sonne. Die Sonne symbolisiert dein Selbst, deine Selbstdarstellung. Deine Ausstrahlung und auch dein Herz, weil Sonne steht mit unserem Herz in Verbindung. Dein Herzenswärme sozusagen. Und dieses Jahr stehst du im Mittelpunkt. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte in die linke Seite, in die Mitte, zeigt, was ist deine Vorstellung? Was möchtest du dieses Jahr erreichen? Dieser Rad symbolisiert die Schicksalsrad und du wünschst, dass in dein Schicksal eine Wende kommt.
Dieses Bild symbolisiert auch die chinesische Astrologie, die vier Paläste, die südlichen, die nördlichen, die westlichen und östlichen, der rote Vogel, die blaue Drache, die schwarze Schildkröte und die weiße Tiger. Also hat auch mit Astrologie und Spiritualität auch was zu tun. Vielleicht ist das deine Richtung, deine Berufung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte in die rechte Seite, ebenfalls in die Mitte, zeigt, welches Gebet wird erhöht. Die Antwort gibt dieser König. Oder ich würde sagen Kaiser, weil bei diesen Karten handelt es sich um chinesischen Karten und deren Symbolen. Also dieser Kaiser zeigt dir die Münzen. Er beherrscht das. Und das bedeutet für dich, kümmere um die Finanzen, indirekt um deinen beruflichen Situation. Es ist alles erreichbar. Außerdem zeigt die Werten. Du bist es wert, diese Liebe zum Leben, und du kannst das im Besitz nehmen, zeigen hier die Münzen, weil das entspricht die Realität. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte unten links beschreibt, was geht zum Erfüllung. Wieder die Münzen. Und das zeigt die Finanzen. Die Finanzen verbessern das Ordnen. Indirekt deine Berufung. Außerdem die Werten. Und es kann auch inneren Werten auch sein, wie zum Beispiel wertvolle Freundschaften oder die liebe Partnerschaft. Achte aber darauf, dass hier Einflüsse von außen auch da sein, und das sollst du auch sortieren. Trennen Spreu von Weizen, überlegen, wer meint es gut mit dir und wer will dich ausnützen. Und das erfüllt sich dieses Jahr, dass du das ganz gut ordnen kannst. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte unten in die Mitte zeigt dein Erfolg. Das sind eigentlich Herausforderungen. Das kommt von außen. Jeder mischt sich ein in deine Angelegenheiten oder versucht dir etwas vorzuschreiben. Hier sind noch Einschränkungen und das kannst du jetzt stoppen, dass du lernst, Nein zu sagen, und das ist dein Erfolg dieses Jahr. Was ist deine Aufgabe dieses Jahr? Das zeigt diese Karte unten rechts. Und dieser Kaiser zeigt dir das. Dieser Kaiser beherrscht die Wasserelement, weil das, was die Kelchen symbolisieren, und das bedeutet, die Gefühle, auf deinen Gefühlen achten und intuitiv handeln, weil genau das, was du vertrauen kannst. Liebe Iviana, so könnte ich diese Tempel-Orakel erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.